Mein Name ist Serge Palasi. Ich bin Fachpromotor für Flucht, Migration und Entwicklung beim Eine Weltnetz NRW. Es ist wichtig, dass wir über die kolonialen Kontinuitäten sprechen, auch vor dem Hintergrund, dass die Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele, laufen und viele Ungleichheiten, egal ob auf zwischen- oder innerstaatlicher Ebene, die können wir ohne die Kolonialzeit, das koloniale Erbe nicht erklären. Nehmen wir mal in Deutschland den wiedererstarkenden Rassismus. Nehmen wir auch die geringen Partizipationsmöglichkeiten von nicht weiß gelesenen Menschen innerhalb einer weißen Gesellschaft. Wenn ich mir den ganzen Bereich anschaue, wie zum Beispiel Erinnerungskultur konkret gestaltet wird, nehmen wir mal Straßennamen, die bis heute an Kolonialverbrecher unreflektiert erinnern, die unter anderem Anleitungen geschrieben haben, wie zerstöre ich am schnellstmöglichen ein afrikanisches Dorf. Was muss ich mir als schwarzer Deutscher denken, wenn eben solche Straßennamen weiterhin Bestand haben? Wenn selbst Menschen, die sich als tolerant und weltoffen bezeichnen, als aufgeklärt, als gebildet, zum Beispiel mir gegenüber völlig unschuldig irgendwie sagen, ja, du bist aber kein Bio-Deutscher, oder? Dann sieht man, wie stark das koloniale Erbe auch unterbewusst noch immer bei einem Großteil der Bevölkerung im Kopf ist. Damit wir globale Ungleichheiten wirklich signifikant verringern können, müssen wir erstmal innergesellschaftlich diese Ungleichheiten, ich sage nur Rassismus, bekämpfen. Und auch das können wir nicht entkoppelt vom kolonialen Kontext sehen. Ich wünsche mir, dass auch gerade durch das Projekt ein Bewusstsein für das koloniale Erbe geschärft wird, jenseits des akademischen Elfenbeinturms, damit demokratische Grundsätze wirklich entkoppelt von der Frage, wer vermeintlich woher kommt, gelebt werden können. Wenn Sie oder wenn ihr auch einen Beitrag dazu leisten wollt, das koloniale Erbe zu überwinden, schaut auf die Seite, guckt euch an, wer zu dem Thema arbeitet, was es für gute Projekte gibt. Guckt euch den Stadtrundgang durch Köln an, wo noch belastete Orte sind, und versucht, wenn ihr politisch aktiv seid, Alternativnamen für zum Beispiel Straßen zu finden, die Kolonialverbrecher ehren. Leistet eure Beiträge, und wenn Integration im negativen Sinne bedeutet, dass wir koloniale Kontinuitäten wahren, dann kann ich nur sagen, desintegriert euch, um eine neue Gesellschaft mitzuentwickeln, in der alle beitragen können, die Gesellschaft zu gestalten.